Wie gut können wir unseren Schlaf zu Hause überwachen? Eine Nacht lang machen wir einen Test mit zwei völlig unterschiedlichen Schläfern. Und einer Menge Technik. Mit dabei sind Fitnessarmbänder mit Schlafüberwachungsfunktion und Smartphones mit Schlaf-Apps. Sie versprechen uns eine Art Schlaflabor für zu Hause. Unsere Testpersonen Dennis und Verena. Unser Experte Professor Dr. Winfried Randerath, Chefarzt der Klinik Bethanien in Solingen. Sie können auf keinen Fall den Schlaf aufzeichnen. Dazu brauchen wir ja viele Messgrößen, Hirnströme, Augenbewegungen, Muskelaktivität. Das können Sie nicht leisten. Vielleicht können Sie uns irgendeine kleine Hilfe in der Diagnostik bieten oder Informationen für den Patienten bieten. Und da bin ich einfach mal sehr gespannt. Die Armbänder registrieren in erster Linie nur die Bewegung. Trotzdem versprechen viele, den Schlaf analysieren zu können. Inklusive der Schlafphasen und der Schlafeffektivität. Ähnlich die Schlaf-Apps auf dem Smartphone. Sie muss man für die Schlafmessung mit ins Bett nehmen. Die wissenschaftliche Überwachung fängt dagegen so an. Wie nah können die Armbänder und Apps an die Laborwerte herankommen? Die Probanden tragen die Geräte für eine Nacht. Die Smartphones liegen neben dem Kopfkissen. Im Überwachungsraum. Hier wird der Schlaf unserer Probanden wissenschaftlich korrekt aufgezeichnet. Normalerweise durchlaufen wir dabei unterschiedliche Phasen. Im REM-Schlaf träumen wir. Die Schlafphasen 1 und 2 zählen zum leichten Schlaf. Der Tiefschlaf beginnt in den Phasen 3 und 4. Der Morgen naht. Marina? Ganz gut. Okay, ich bin um 3 Uhr aufgewacht und konnte nicht so gut schlafen. Haben die Armbänder gestört? Ja, weil die zu viele waren. Das sind so 3 an jedem Arm und dann, egal wie ich mich gelegt habe, den Arm unter meinem Kopf und immer habe ich dann oft dann, fragte ich, jetzt hätte ich 3 Uhren an. Das war ein bisschen zu viel. Tatsächlich hat Dennis sehr schlecht geschlafen. Das müssten die Geräte aufgezeichnet haben. Aber was haben sie gemessen? 2 der Smartphone-Apps haben die lange Wachphase in der Nacht halbwegs korrekt erkannt. Die kurzen Aufwachphasen aber hat keine der Apps gemessen. Eine hat zudem die Messung um kurz nach 2 ganz eingestellt. Und die Armbänder? Ein Armband hat die lange Wachphase in der Mitte der Nacht erkannt. Bei anderen beginnt die Messung erst am frühen Morgen. Verena hat recht gut geschlafen. Bei ihren Messergebnissen schwächeln die Smartphone-Apps besonders bei der Erkennung des REM-Schlafes. Ganz ähnlich ihre Armbänder. Auch sie erkennen den REM-Schlaf nicht. Aber dass Verena wach war in der Nacht, haben 2 der Geräte aufgezeichnet. Am Morgen arbeitet sich unser Experte durch die Daten und vergleicht sie mit den Labormessungen. Ich würde nicht sagen, dass da irgendeine dieser Apps eine Beurteilung der Schlafqualität wirklich darstellt. Doch ganz ernüchternd fällt das Fazit des Schlafmediziners keineswegs aus. Am ehesten gelingt noch bei Einzelnen die Wacherfassung. Und das kann natürlich schon etwas wert sein. Das kann uns auch in der Medizin vielleicht sogar unterstützen, wenn ein Patient, der mit Durchschlafstörungen zu tun hat, eine solche App tragen würde, nutzen würde, dann nach einer gewissen Zeit, nach 2, 3 Wochen zum Schlafmediziner zurückkäme und ihm zeigen könnte, das waren meine Wachphasen. Schlaf-Apps und Fitnessarmbänder könnten schon helfen, wenn sie denn richtig messen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wissenschaft und Wissen kann süchtig machen und wir können deine Sucht befriedigen. Gib uns einen Daumen hoch und mehr Stoff findest du hier. Und wenn du es noch nicht getan hast, du kannst uns auch abonnieren.